Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind gerade am Livestream, wie jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntagabend ab 19 Uhr und wir werden uns heute zusammen den 18 Karat Tabak angucken, beziehungsweise die ersten zwei Sorten davon. Und zur Auswahl steht Pusher, OG, Traffic, Supremos und Haram Papa. Einen davon weiß ich schon, dass ich ihn geil finde und da habe ich auch Bock, den heute zu rauchen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie die Sorte heißt. Tia, du warst dabei. Welcher war der Traube Cassis? Pusher war das, ja? Ja, war er. Okay, also das war Traube und Cassis und den habe ich da schon geraucht und der war extrem nice. Deswegen würde ich den gerne mit in die Auswahl nehmen. Jetzt ist die Frage, welchen anderen wir von diesen Sorten hier testen. Ah ja, okay, hier stehen sie alle. Haram Papa ist Cola Fruchtmix. Traffic ist Wassermelone Honigmelone. OG ist Blaubeere Waldfrucht. Klingt auch geil. Pusher ist der Traube Johannisbeere. Und was hatten wir noch? Zitrone Limette. Da finde ich tatsächlich auch den Haram Papa am interessantesten, muss ich sagen. Okay, dann testen wir noch den Haram Papa. Ein Cola Fruchtmix. So. Also so sehen die Dosen aus, ne? Wir haben oben einfach den Namen der Sorte und ein Bild. 17,90 Euro kosten die 200 Gramm. Noch, innen steht hier noch irgendwie Worldwide Cash, noch irgendwie Supremos und sowas. Die sind innen beschichtet, ja? Die haben hier nochmal so eine Plastikfolie drauf. Das heißt, wir müssten den Tabak da auch reinpacken können. Die Frage ist, wie dicht dieser Verschlussmechanismus ist. Sieht auf jeden Fall schon mal gut feucht aus, wenn man sich hier den Zipper anguckt. So sieht das Ganze im Zipper aus. Riecht auf jeden Fall deutlich fruchtiger, als ich erwartet hätte. Ja doch, Cola-Noten kommen durch, Fruchtnoten kommen durch. Bauen wir das Ganze mal. Als erstes habe ich mir hier den Zetsu von X-Hooker geschnappt. Und da können wir jetzt einfach mal Köpfchen bauen. So, und dann machen wir hier einmal locker flockig Tabak rundherum rein. Cola habe ich schon draufgelegt vom Stream. Das heißt, unsere erste Runde kann direkt angehen. So, das sollte reichen von der Tabakmenge. Teilen wir das Ganze noch ein bisschen. Gucken, dass nichts auf dem Rand liegt. Gucken, dass nichts hier so innen am Funnelloch hängt. Also Schnitt und Feuchtigkeit sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Dann gehe ich meistens noch einmal hier so eine kleine Extra-Runde und drücke das hier so ein kleines bisschen am Rand zurecht. Dann schnappen wir uns einen Zewa. Gehen hier noch einmal über den Rand vom Kopf, damit da keine Molasse und kein Tabak hängt, weil da liegt ja dann gleich unser HMD drauf. So, und so ist das Köpfchen auch schon ready. Nochmal in die Nahaufnahme. Ja, ihr seht, Schnitt und Feuchtigkeit passt auf jeden Fall. Hab das Ganze ungefähr randhoch gebaut. Wunderbar. So, zwei hier rein und eine noch auf Kipp. Okay, ein bisschen was geht schon, aber ich rauche das Ganze nochmal an und dann gucken wir mal weiter. So, wie ihr seht, ist das Ding langsam angeraucht. Wir haben den Haram Papa an. Das soll sein ein Cola- und Früchtemix. Ich muss sagen, vom Geruch habe ich irgendwie die ganze Zeit so eine Bubblegum-Note im Kopf. Wir haben eine relativ dezente Cola-Note am Start. Also ich würde fast sagen, ich rieche mehr Früchtemix / Bubblegum gefühlt raus als Cola. Aber es ist Cola am Start. Ja, riecht gut. Man darf nicht denken, dass es jetzt wirklich ein Cola-Tabak ist. Aber wir ziehen erst noch ein paar Mal. Wir gucken uns den Rauch an und dann kommen wir nochmal zum Geschmack. Weil letztendlich ist ja egal, wie das Ding riecht. Also Rauchentwicklung geht auf jeden Fall absolut klar. Auch im Geschmack. Wir haben eine nette Cola-Note, die auch an sich gut schmeckt, aber man darf es trotzdem nicht als Cola-Tabak sehen, weil dieser Früchtemix, der mich immer noch so leicht an einen Kaugummi-Früchte-Kaugummi-Dingens erinnert, es ist ein sehr verrückter Geschmack, also um den zu beschreiben. Aber sehr lecker. Wir haben eine Frische am Start, die ist auf jeden Fall da, schmeckt aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir rauchen den jetzt noch ein bisschen und dann kommen wir als nächstes zu dem Traube. So, dann bauen wir mal das zweite Köpfchen. Wie gesagt, jetzt gibt es den Pusher von 18 Karat. Und das Ganze werden wir hier in dem neuen Litlip Bianco Soft Touch bauen. So sieht das gebaute Köpfchen aus. Tabak liegt recht locker. Rand haben wir sauber gemacht. Wir haben geguckt, dass nichts über dem Funnelloch hängt. Ist knapp über den Rand gebaut. Also wird auf jeden Fall ganz gut Kontakt haben. Und ja, so sollte das wunderbar funktionieren. Dann schnappen wir uns noch ein HMD. In dem Fall erneut einen Kalaut 1 plus Nieres. Und wie Sie sehen, haben wir da auch auf jeden Fall eine leichte Gap. Das heißt, so wie ich das hier gebaut habe, haben wir auf jeden Fall ein schönes, duted Kontakt-Setup. Litlip ist drauf. Dann meine schöne, etwas zu klein gewordene Kohle hier rein. Und noch eine auf Kipp, wie beim letzten Mal. So, das Ding ist gut angeraucht. Ich zeige euch einmal auch die Rauchentwicklung von unserer zweiten Sorte. Wie gesagt, haben wir jetzt den Pusher.
So, Rauchentwicklung kann man sich nicht beschweren. Läuft super smooth, das Ding. Man hat so eine ganz leichte kitzelnde Note von dem Cooling-Aroma, was da mit drin ist. Und da ist auch einiges an Cooling-Aroma drin. Ich sage es ja immer wieder, ich persönlich mag eigentlich einen Minz-Shot, der drankommt, lieber. Hier ist aber so viel Cooling dran, dass ich da jetzt keinen Holzer-Minz-Shot oder sowas mit dran packen würde. Das Cooling-Aroma stört aber auch nicht. Gibt Tabakhersteller, da mag ich das Cooling-Aroma nicht so. Bei dem 18-Karat-Tabak ist das jetzt aber nicht so. Ist in Ordnung. Richtige Minze wäre mir trotzdem lieber. Viele haben aber keinen Bock auf Anmischen und von daher kann ich das irgendwo nachvollziehen. Also wir haben ja einen Traube-Johannisbeere-Tabak. Die Traube ist so eine richtige Oldschool, aber eher in die saure Richtung weiße Traube. Also nicht diese Traube, die man kennt von früher, die so traubenzuckermäßig ist, sondern es ist schon eine schöne saure Traube. Oder die Säurenote, die ich da gerade der Traube zugeschrieben habe, könnte auch von der Johannisbeere kommen. Johannisbeere ist eher eine sehr, sehr saure Beere, aber auch die kommt nice rüber, ist eher im Hintergrund. Ich würde sagen, die Traube ist so ein bisschen im Vordergrund und die Johannisbeere kommt dann so ein bisschen im Hintergrund. Eher sauer angehaucht, etwas Cooling am Start, nicht zu sauer, also ist auf jeden Fall nice abgestimmt. Und ich habe den ja schon, als wir bei den Jungs in der Fabrik waren und wir da schon ein paar Sorten probiert haben, habe ich den auch schon geraucht und da fand ich den auch schon mega und ich finde den immer noch sehr lecker. Wir haben auf jeden Fall einen Rapper-Tabak, der was kann. Vor 18 Karat muss man keine Angst haben. Die zwei Sorten, die wir heute getestet haben, auf jeden Fall sehr nice. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.